Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Papers, Please. Wir gehen gleich weiter in der Geschichte, und zwar an Tag 29. Die Wahrheit von Nastotzka, 21. Dezember 82. Kinderserienmörder flieht aus VF-Gefängnis. Simon Wenz, geborener Nastotzka, auf dem Weg nach Hause. Ja, den versuchen wir dann natürlich mal zu schnappen. So ein Kinderserienmörder ist natürlich schrecklich. Inspektor? Lange nicht gesehen, das stimmt. Lesen Sie heute Ihre Depeschen besonders gründlich. Wir werden mit vielen Arbeitern sprechen. Ihre Befragung steht vor der Tür. Ich werde Sie persönlich leiten. Es besteht kein Grund zur Sorge. Arbeiten Sie hart. Okay. Hinweis, alle Beamten müssen sich einer eingehenden Befragung unterziehen. Unterstützer und Sympathisanten illegaler Gruppen werden unverzüglich verhaftet. Ihre Befragung wurde angesetzt für den 24. Dezember. Verlassen Sie nicht das Ihnen zugewiesene Gebiet. Nastotzkanische Pässe von Bürgern aus dem Inland sind weiterhin zu konfiszieren. Es lebe Nastotzka. Okay, das ist, glaube ich, Simon Wenz. Sieht zumindest sehr danach aus. So, Schlüssel hierhin. Und dann das dahin. Es ist eine Weile her, seit dem letzten Mal. Ich bin ein bisschen eingerostet. Bitte, seid nicht böse. So, wird nicht gesucht. Einwandern. Möchte einfach nur einwandern, okay. Julia Ekaterina. Kollegin passt. 0N3MH. H3KLS. 1,77, 64 Kilogramm, kinnlange Haare. Datum und Siegel passen. Polio wurde geimpft. Zu Kaido. Passt gar nicht, sie hat es gefälscht. Ja, ich habe auch keine Ahnung. So, einmal unter Arrest stellen. Mister. Papiere bitte. Ah. Ich habe die Zeitung gelesen. Guten Tag. In Nastotzka geht es ja gerade drunter und drüber. Vielleicht willst du ja für eine Weile verreisen. In Oberistan, das ist schön gleich nebenan im Norden. Man hat unsere Pässe konfisziert, wir können nicht weg. Na, das ist aber kein gutes Zeichen. Warte mal, ich kenne da einen. Gefälschte Urkunden für Oberistan sieht total echt aus. Der braucht mir echte Pässe, damit er loslegen kann. Der ändert die Daten so, dass sie passen. Habe ich auf die harte Tour gelernt. Das heißt, dass er gar nicht aus Oberistan kommt? Okay. Einreise genehmigt. Faire Preise, keine Fragen, schnelle Bearbeitung. Pass 20, Einreisebeleg 5. Credits, okay. Kunde muss oberistanischen Pass zwecks Änderung vorlegen. Service an der Grenze von Nastotzka-Oberistan. Fragen Sie nach Timofei W. Okay. So, Georgi Kostava. Bei ihm müssen wir natürlich das Gewicht überprüfen. 66 Kilogramm, tatsächlich stimmt das diesmal. Okay. Oberistan. GCD7, FMBAR, genau. Transit 14 Tage, hat er nicht gesagt. Okay, dann wird es wohl stimmen. Schnurrbart, Datum, Siegel passen, wunderbar. Polio wurde geimpft, Skal aus Oberistan. Datum passen, Bild passen, dann darf er durch. Besten Dank nochmal. Hey, weißt du was? Nimm meinen Pass. Ich hole mir einen anderen, kein Problem. Jetzt lerne das Flugblatt auswendig und rück's dann wieder aus, ich will keinen Ärger kriegen. Oberistan ist zu dieser Jahreszeit wirklich schön, jede Menge Schnee. Keine Ahnung, wo deine Familie noch Pässe herbekommen könnte. Aber du bist ja ein cleveres Kerlchen, dir fällt schon was ein. Viel Glück. Ich wollte das nicht. Mist. Zweck der Reise, Einwanderung. Sie brauchen aber dafür ein Visum. Bitte sehr. Okay, hat sie einfach nur vergessen. Tascha Dergner aus Impor. X3M6K. UUSED. Anwanderung unbegrenzt. Genau.
1,65, genau, 59 Kilogramm, kurzwellige Haare, Datum Siegel passen. Polio, wurde geimpft, wunderbar. So, Impor Tsunkaido, Datum und Bild passen. Dann darf sie durch. Und ich muss kurz mal das ausstellen. Keine Ahnung, warum es wieder angegangen ist. Jedes Mal, wenn ich ein Stempelkissen drücke, vibriert das. So, Transit, 14 Tage. Transit 14 Tage, stimmt. Toto, Tionski, Toto. Republien. RW4G8, TH8GR. 1,81, 105 Kilogramm, Stirnglatze, Datum Siegel sind in Ordnung. Polio wurde geimpft, Florian Major, Datum und Bild passen auch. Dann darf er durch. Nächster. Was? Name. Ach nee, Name war nicht ganz gültig. Durchreise, 2 Wochen, Transit 2 Wochen. So, André Olson. Alle drei nachgeschaut. Okay, Obristan stimmt. VXAUX. DV0H7. Wunderbar. Transit 14 Tage. 1,78. Das stimmt. 93 Kilogramm. Das stimmt auch. Kurze Haare, kann man sagen, ja. Datum passen, Siegel passen. Polio wurde geimpft. Launders stimmt. Datum passt nicht. Das tut mir sehr leid. Ist der Grund drauf? Ja. Muss ein Irrtum sein, habe ich erst vor kurzem verlängern lassen. Vielleicht hat er uns die falsche Seite gegeben. Papiere bitte. Zweck der Reise. Transit. 14 Tage. Achso, nur zu Besuch. Okay, Nikolas Maisky aus Antigrien in Ordnung. 4A9AU, GMDR1. 1,74, 80 Kilogramm, kurze, achso, helle, ich habe wellige gelesen, hoppla. Datum und Siegel sind in Ordnung. Wunderbar, Polio wurde geimpft. Großkraus stimmt, Datum und Bild passen, dann darf er durch. Papiere bitte. So, Papiere bitte. Schauen Sie sich das gut an. Simon Wenz hat sie mir genommen. Ach du Kacke. Ich folge ihn schon seit vielen Wochen, ich weiß, dass er bald kommt. Ich weiß, das ist kein kleiner Gefallen, um den ich Sie da bitte, doch es ist wichtig. Lassen Sie ihn durch, wenn Sie ihn sehen. Aber nehmen Sie zuerst den Pass. Ich komme wieder. Sie geben mir seinen Pass und ich spüre ihn auf. Ich werde ihn so leiden lassen, wie er Julia hat leiden lassen. Oh Mann. Simon Wenz hat das Mädchen hier umgebracht. Traurig. So, okay, einwandern. Andrew. Detering, Vereinigte Föderation, GCD9V, J1LH0, okay, einwandern, 1,75, das kommt hin, 74 Kilogramm, Schnurrbart, Datumsiegel sind in Ordnung. Polio wurde geimpft, wunderbar, kommt aus Shingleton, Datum und Bild passen. Dann darf er auch noch durch. So. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Was? Er macht mir Ärger. Ausweisnummer? Grrr. Okay, das war nicht besonders gut. Ihr merkt, ich bin eine ganze Weile nicht mehr dabei gewesen. Das letzte Mal habe ich vor 2 Wochen aufgenommen. Ja. Ihre Frau hat ein altes Familienfoto entdeckt. Sie können nun allein nach Obristan flüchten. Okay. Ja, ich denke mal, wir machen sowas nicht. Wir bleiben hier, wir brauchen noch unser letztes Achievement. Gehalt 6. Haben wir nicht irgendwie 8, 9 abgefertigt? Ja gut, Bußgelder 1. Ist auch nicht besonders schön. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir schlafen.
Weit von Astotzka, Straßensperre für kolechische Resolution, geteilte Stadt bleibt Zankapfel. Dann gehen wir mal zur Arbeit. 22. Dezember 82. Und wir bekommen Besuch. Dann räumen wir hier mal ein paar Sachen weg. Das ist das Familienfoto. Okay. Ich werde die natürlich nicht aufhängen. Ich will ja nicht direkt mitgenommen werden. So, und dann holen wir das Buch raus. Das lesen wir gleich noch. So. Guten Tag. Du kleiner Mistkerl. Was? Shay glaubt jetzt, dass ich hier überhaupt nichts zu melden habe. Ich hatte dir doch ganz klar gesagt, dass du das hier durchlassen sollst. Jetzt muss ich mir für dich was Schönes einfallen lassen. Sie haben 10 Verweise bekommen, es gibt keine Urkunden mehr. Okay. Wir wurden angeschnauzt, aber wir wurden nicht verhaftet. Immerhin. So, Hinweis. Das habe ich schon gelesen. Das auch. Okay, na dann. Können wir es auch gleich lassen? Da ist Simon Benz. Sollen wir eigentlich verhaften? Aber wir sollen ihn auch durchlassen. Papier bitte. Zweck der Reise, einwandern. Einwandern, okay. Zurab, Kundatze. Kundatze, Zurab. Zurab, Kundatze. Aus Obristan. 3DB72. HG6E8, 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 okay. Einwanderung unbegrenzt, wunderbar. 1,77, passt. 85 Kilogramm, passt. Kurze, glatte Haare, passt. Datum, passt. Siegel, passt. Okay. Polio, wurde geimpft, okay. Skal, es ist in Ordnung. Bild und Datum sind in Ordnung. Dann darf er durch. Nächster. Ich gehe jetzt überall extra nochmal durch. Oh, das ist Simon Wenz, jawohl. Simon Wenz, na dann, überprüfen mal, sollte eigentlich alles richtig sein. 5CNQNF, 93XMF, Simon Wenz, Polio wurde geimpft, so. Kommt aus Genestora, wunderbar, Wenz Simon, 22.06.45, das ist in Ordnung. 1,82, 87 Kilogramm, ist auch in Ordnung. Orwetsch, stimmt. Und das Datum passt auch. Oh, wir müssen es konfiszieren. So rum. Da. Und auf Wiedersehen. Wir sollten ihn natürlich jetzt verhaften. Haben wir nicht, damit wir es diesem einen Mann da geben können. So, Besuch. Besuch 2 Wochen. Besucht 2 Wochen, 14 Tage genau. Oskar Lai, Obristan. 5FBEQ, SVGWV, 1,86, stimmt schon mal nicht. 85 Kilogramm stimmt dann aber. So, überprüf mal, wer sie eigentlich sind. Schnurrbart ist in Ordnung. Okay, dann ist es halt einfach eine falsche Angabe. Siegel passt und Datum ist auch in Ordnung. Polio wurde geimpft. Launders, Bild und Datum passen. Dann darf er durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. So, Papier bitte. Zweck der Reise, Transit. Dauer des Aufenthalts einige Tage. Transit 2 Tage, genau. Garrett, Luzada. Okay, sehr viele doppelte R's, doppelte T's und doppelte D's. Aus Impor. E6QE9. JK8JL. 1,75, 96 Kilogramm, kinnlange Haare. Datum und Siegel passen. Polio wurde geimpft. NQ, Bild und Datum passen. Dann darf er durch. Papier bitte. Oh, eine ganze Menge. Arbeit. Dauer 6 Monate. Arbeit für 6 Monate. Okay, Pavel
Isakovic, Isakovic, Pavel, Isakovic, Pavel, Pavel, Isakovic. Okay. 7-2 UU3, 7-2 UU3, 7M UU3. Okay, wir müssen uns gar nicht die Mühe machen, alles zu überprüfen. Einfach unter Arrest. Das war auch nur ein einzelner Buchstabe, also statt 2M. Alles andere sah eigentlich richtig aus. Naja. So. Haben Sie ihn gesehen? Ja. Geben Sie mir seinen Pass. Da, bitteschön. Ich kenne diese Stadt. Der wird leicht zu finden sein. Lassen Sie mich durch. Das ist doch gar nicht sein Pass. Kann ich das einfach wieder konfiszieren? Nein, kann ich nicht. Okay. So. Und jetzt geben Sie mir bitte das Foto meiner Tochter zurück. Das werde ich ihm zeigen, während er leidet. Meine Julia. Lesen Sie morgen die Zeitung. Und damit haben wir das letzte Achievement auch schon bekommen. Wunderbar. So, Papier bitte. Zeigt Reise, Einwanderung. Einwanderung passt. Kumi Shida. Shida Kumi. Ach du meine Güte, ist ein ganz anderer Name. Das kann gut sein. Schauen wir mal nach. Tatsächlich, Kentina Davennetska, Davennetska, Kentina, okay. Fingerabdrücke sind auch in Ordnung, okay. Na dann, Vereinigte Föderation, 2LX4M, 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 6PSDQ, 6PSDQ, 6PSDQ. Einwanderung unbegrenzt, genau, 1,73 ist in Ordnung, 60 Kilogramm, kinnlange Haare, so ungefähr. Datum und Siegel passen. Genau. Polio wurde geimpft. Great Rapid ist in Ordnung. Datum und Bild passen auch. Dann darf sie durch. Und macht sie mir ja keinen Ärger. Papiere bitte. Einwanderung. Ich habe gehört, dass die Grenze geschlossen wird. Mein Visum wird aber nicht mehr rechtzeitig ankommen. Bitte haben Sie doch Erbarmen mit mir. Wo ist das Visum? Ja, ich weiß, habe ich doch gerade gesagt. Nö. Warten Sie darauf, dass Ihr Visum kommt. So, Papier bitte. Oh, wieder auch so viele Blätter. Ich will arbeiten. Einige Monate. Einige Monate, auch zwei bekannt, genau. Johannes, Omnik, Omnik, Johannes, Johannes, Omnik. Überall genau dasselbe, MCFRA, 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 2B098, 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 Polio wurde geimpft. So, zwei Monate, das bedeutet bis zum 1.3. genau. Das Siegel müsste auf jeden Fall in Ordnung sein, Landwirtschaft. So, Kolächen, Kolächen, Arbeit zwei Monate, hat er gesagt, 1,75 groß, 75 Kilogramm, Irokesenschnitt, Datum und Siegel passen, Westchristin, das stimmt, Mist, die allerletzte Sache. Ja, das tut mir sehr leid, das ist leider kein Irrtum, wir haben es auch nicht verlängern lassen und ich hätte es früher bemerken können. Egal. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente, Sie können nun allein nach Oberstan flüchten. Machen wir nicht. So. Ja, wir sind tatsächlich unter die 515 Credit-Grenze wieder drunter gerutscht. Aber naja, das kann man machen. So, wir haben natürlich jetzt alle Achievements, alle Verbesserungen, einen oberistanischen Pass von Georgie. Wir sind gerade mal in Klasse 7, was die Wohnung quasi angeht. Ich glaube, wir haben das verpasst, dass wir da noch weiter aufsteigen können. Aber egal, das hätte sowieso nur noch mehr Geld gekostet. Und einen großen Unterschied macht das auch nicht. Dann gehen wir schlafen und gehen zurück zum Hauptmenü. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!